Herzlich willkommen zurück hier auf Tinkerbell macht PS mit dem nächsten Unboxing. Hallöchen, sagt Solly. Jo, und Tinkerbell natürlich selbst. Jo, ich habe schon angekündigt, dass ich jetzt Blackout unboxen werde und hier habe ich die Figur schon mal. So, und die packe ich jetzt mal aus. Ne? So, ja, ist natürlich vom Schattenelement, natürlich klar, wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Die einzige und einzigste Single-Score-Core-Figur vom Schattenelement. Ja. Es kommen zwar vier Fallen, aber insgesamt nur zwei Figuren. Ein Treffmaster und eine Single. Ja, irgendwo ein bisschen blöd, ne? Jo, von dem anderen sind so viele und von Licht und Schatten nur zwei Figuren. Oh, jo. Vielleicht kommt ja beim nächsten Spiel Licht und Schatten noch ja, mit. Da weiß man ja keiner, was da kommt und was nicht kommt. Lass mich doch mal ein bisschen hoffen. März, April. Ja, März haben wir ja schon. Also bis Ende April kann man vielleicht hoffen, dass man da genaue Infos bekommen kann. So ist geil nass. Stimmt. Oh, die riecht genauso. Oh. Ja, manche die riechen. Die ist ganz schön heftig. Ja, die sollen ja auch schön glänzen. Und das Horn leuchtet im Spiel, wenn man da... Jo, Hallöchen, hier ist der Tinkerbell und Solly auch da. Genau. Ja, willkommen zurück hier auf Tinkerbell macht Peace. Was heißt zurück? Ich muss das Video zusammenschneiden, weil das erste Video ist kaputt gegangen. Ich war ja gerade dabei beim Unboxing von Blackout. Und da ist das Video nicht auf der Speicherkarte gelandet. Also nur ein Teil davon, 2 Minuten noch was. Das war's. Man konnte gerade sehen, wie die ausgepackt waren, habe ich die noch in der Hand gehalten, so betrachtet und dann war Schluss. Deswegen müssen wir ja fortführen und dann wollte ich euch natürlich Blackout noch genauer zeigen. Das wollte ich ja nicht vorenthalten. Das geht so. Ja nicht. Nein, genau. So. Dann wollen wir das mal machen, ne? So, wenn die Kamera mitmacht und scharf stellt. Jetzt. So. Stück höher. Kannst du noch hören? Mal die Figur hier. So, jetzt. Ja, ich muss so ringsrum, gelle. So. So, denn ja, dann kommen wir natürlich noch zur Karte. So, die Karte haben wir natürlich auch hier. Nah dran, ich komme ein Stück weiter weg. So, schon besser. Okay, man sieht alles, ne? Ja. Gut. Ja, wenn die Kamera weiter unten ist, dann kann ich es besser mit den Karten davor zeigen und so weiter. Jojo, das ist irgendwie so. Und der hier ist natürlich der passende Sticker. So. Ja, geht doch, ne? Ja. Gut. Jo. So, wie gesagt, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Es sieht hier natürlich alles anders aus. Ich konnte das Video, das nachträgliche hier erst etwas später machen, weil ich habe sehr später festgestellt, dass das erste kaputt ist. Und hat dann ein bisschen gedauert, bis man soweit war wieder. Ja, aber wie gesagt, ich hänge es dann dran. Muss ich dann mit dem Bearbeitungsprogramm machen, den Rest, den kaputten Teil wegschneiden. Ja, das Bild bleibt einfach stehen und geht nicht mehr weiter. Läuft weiter, aber passiert nichts mehr. Keine Ahnung, was da passiert ist.
So, aber wie gesagt, jetzt habt ihr Blackout richtig gesehen. Und ja, dann machen wir hiermit mal Feierabend. Ich wollte gerade sagen, Schluss. Ja, das, wie gesagt, war es dann zu dem Unboxing zu der Welle 4. Die Single-Kuro-Figur Blackout. Ja, vom Schattenelement. So, okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch bitte ein Däumchen da, das würde uns sehr freuen. Und abonnieren bitte nicht vergessen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Ja, das wäre sehr schick. Okay. Alles klar. Jo, Solly und Tinkerbell verabschieden sich hiermit. Ja, ich spreche, die hören nicht auf. Oh, ich finde die so lustig. Ja, ich aber nicht. Oh, okay. Mach mal weiter. So. Alles klar. Tschüss. Jo, tschüss. Bis später, ne? So, jetzt benutzen wir wieder Knöpfchen, weil die App habe ich ja aus Fenster geschmissen. So. Okay, ich glaube, ich habe das Ding gefunden. Ja, ja. So.